Willkommen zur Vorlesung heute. Unser Thema heute ist das Multilayer-Perzeptron. Das ist ein richtiges Perzeptron, das nicht nur aus einer Schicht besteht, sondern das aus vielen Schichten besteht. Und das sollen Sie nach dieser Session heute, nach diesem Kapitel programmieren und anwenden können. Dazu müssen wir allerdings noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal ein bisschen Theorie machen. Sie sehen hier, da stehen noch mal Fehlerfunktionen, da stehen noch mal Lernfunktionen, weil es gibt noch mehr Fehlerfunktionen und Lernfunktionen, die wir brauchen müssen. Die Aktivierungsfunktion bräuchten wir eigentlich auch schon, die schieben wir aber mal noch ein bisschen nach hinten, weil ich möchte heute mit Ihnen auf jeden Fall die Backpropagation besprechen. Das ist der Algorithmus, den Sie brauchen, um mehrschichtige Perzeptronen trainieren zu können. Und ja, aufpassen, mitmachen, es gibt wieder Programmierteile mit dabei und dann wird es schon klappen. Schön, die Delta-Regel kennen Sie noch, hier habe ich sie nochmal hingeschrieben. Ja, Delta-Regel, unsere Lernregel für einstufige Perzeptronen. In dem Fall ohne Berücksichtigung allerdings noch eines wichtigen Terms, den wir bisher vergessen haben, beziehungsweise wir haben ihn nicht vergessen, ich habe ihn einfach unterschlagen, damit es einfacher ist. Und zwar habe ich ihn hier nochmal aufgemalt, unser schematisches Neuron. Und Sie sehen eben, das Neuron, also die Funktion am Neuron, die besteht erstmal aus dieser Summe, die uns den Net-Input liefert. Dann besteht sie aus der Aktivierungsfunktion, die diesen Input nochmal modifiziert. Und die ist da unten noch nicht dabei. Das heißt, hier müssen wir nochmal einmal drüber nachdenken, wie wir die Aktivierungsfunktion in unsere Delta-Regel reinbekommen. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ja, wir hatten, als wir uns jetzt abgeleitet haben, ja schlicht und einfach gesagt, okay, unser Fehler DE nach DW, also die Veränderung unseres Fehlers, der Gradient unseres Fehlers, der ist DE nach DO, also Abhängigkeit vom Fehler vom Output, mal Abhängigkeit vom Output vom Gewicht. Und was wir jetzt eben brauchen, ist, jetzt brauchen wir noch die Aktivierungsfunktion. Also ist unsere endgültige, richtige Funktion die hier. Ja, wir haben zwischendrin noch diesen Term DO nach DNet. Wie hängt der tatsächliche Output vom Neuron vom Net-Input ab? Und da dazwischen ist die Aktivierungsfunktion. Das ist nicht allzu schwierig, die Veränderung ist auch nicht allzu groß gegenüber vorher, weil das ist alles immer noch die Kettenregel. Das heißt, wir müssen nur ein Glied hier in der Mitte, das grüne, das müssen wir noch dazu multiplizieren. Also wir können unsere Delta-Regel vermutlich behalten. Wir müssen nur diese zusätzliche Ableitung hier noch dazu multiplizieren. Und deshalb müssen wir uns angucken, wie die geht. Also, unsere Delta-Regel, wenn wir jetzt eine sigmoide Aktivierungsfunktion haben, multiplizieren wir da die Ableitung unserer sigmoiden Aktivierungsfunktion einfach hinten dran. Was ist die sigmoide Funktion? Die hatte ich Ihnen ja auch schon geplottet, das ist diese Stufenfunktion, deshalb heißt die sigmoide Funktion. Man sagt dazu auch, das ist die logistische Funktion. Die heißt deshalb die logistische Funktion, weil das ist eine ganz besondere Funktion. Die Funktion ist nämlich die Lösung der sogenannten logistischen Gleichung. Die habe ich Ihnen hier hingeschrieben. Das ist eine ganz wichtige Differentialgleichung, die überall in der Welt draußen eine große, große Rolle spielt, weil ganz viele Prozesse, nämlich viele Prozesse, die irgendwie gegen eine Sättigung laufen, nach diesem Gesetz hier funktionieren. Ja, die sigmoide Funktion ist ja eine Sättigungsfunktion. Der Wert geht nie über 1 raus. Und die Differentialgleichung heißt eben df nach dx, also die Veränderung irgendeiner Funktion mit nach x oder nach der Zeit oder nach was auch immer, die ist eine Konstante mal f von x mal 1 minus f von x. Und die Lösung dieser Gleichung, also sprich eine Funktion, die diese Gleichung richtig macht, das ist genau unsere logistische Funktion, die wir als Aktivierungsfunktion benutzen. Rückwärts betrachtet heißt es natürlich, wenn das hier gilt, nämlich die Ableitung der Funktion ist f von x mal 1 mal f von x, dann gilt es auch für unsere Ableitung der logistischen Gleichung. Das heißt, die Ableitung unserer logistischen Gleichung, die ist o mal 1 minus o.
Wieso ist das? Ja, weil, was, ich gehe nochmal zurück, ja. Was ist denn f von x? F von x ist der Funktionswert. Das heißt, es ist das, was als Ergebnis rauskommt, wenn man die Funktion, unsere logistische Funktion, anwendet. Und was kommt raus als Ergebnis? Das ist die Aktivierung. Das ist sehr praktisch für uns, weil wir müssen das überhaupt nicht berechnen. Wir haben schon, ja, diesen Funktionswert, den haben wir ja schon. Wir haben die Aktivierung schon. Und deshalb können wir in die, zur Berechnung der Ableitung, zur Berechnung des Gradienten, direkt diesen Funktionswert einsetzen. Und wir schreiben einfach hierhin vor das Delta oder auch danach, ist egal wo, mal OPJ mal 1 minus OPJ. Also mal die aktuelle Aktivierung an diesem Neuron mal 1 minus der aktuellen Aktivierung an diesem Neuron. Ich habe es Ihnen unten mal aufgemalt noch. In Blau ist unsere logistische Funktion dargestellt, ja, die Stufe, die Sie kennen. Und in Orange habe ich Ihnen noch dazu gemalt, wie jetzt die Ableitung dazu aussieht. Und wir werden da später nochmal darauf zurückkommen. Das ist nicht so ganz optimal, weil die Ableitung, die ist fast immer null. Die ist null. Und nur da, wo die Stufe ist, nur in dem Bereich, wo die Stufe ist, da ist sie ungleich null. Nicht so gut, weil wenn wir jetzt mit unserem neuronalen Netz da hinten sind und die Ableitung ist 0, dann wird natürlich das ganze Ding hier 0. Dann wird unser ganzes Delta W 0 und dann trainiert unser ganzes neuronales Netz nicht mehr. Ist nicht so ganz optimal, aber da gibt es Tricks und Kniffe, wie man das trotzdem hinkriegt. Deshalb müssen wir trotzdem die korrekte Mathematik natürlich verwenden im neuronalen Netz oder sollten trotzdem zumindest wissen, wie die korrekte Mathematik im neuronalen Netz geht. Vielleicht setzen wir uns nachher sogar drüber hinweg, aber wir sollten zumindest wissen und sollten wissen, welchen Fehler wir dann vielleicht machen, wenn wir dann uns über die Mathematik hinwegsetzen. Im Moment machen wir das aber nicht. Wir nehmen einfach zur Kenntnis, das ist die richtige Lernregel, wenn wir eine sigmoide Aktivierung haben. Okay. So, bevor wir jetzt weitermachen mit größeren neuronalen Netzen und weiteren Aufgaben für unsere neuronalen Netze, müssen wir noch uns eine zweite Loss-Funktion anschauen, also eine zweite Art und Weise, wie man im neuronalen Netz Fehler berechnen kann, und zwar abgeleitet von der Entropie, also vom Informationsgehalt. Wir benutzen als Fehlerfunktion in neuronalen Netzen ganz häufig die sogenannte Kreuzentropie als Lossfunktion. Ich schreibe das hier mal als L-Kreuz, ja, immer als Kreuzentropie. Und zwar, das ist eine Entropie. Sie kennen den Begriff der Entropie aus der Informatik. Ja, die Shannon-Entropie hier ist definiert für, ja, wie kann man sich das vorstellen? Die einfachste Denkweise ist, man empfängt eine Übertragung, also zum Beispiel durch einen Radiosender kommt eine Zeichenkette an und dann schaut man, welche Symbole sind da drin in der Zeichenkette. Und wenn da zum Beispiel immer nur eine 0 kommt, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dann ist es nur ein einziges Muster, das sich immer wieder wiederholt, das also mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 vorkommt und dann ist da keine Information mit drin. Na, wenn da immer nur Nullen kommen, dann weiß ich ja schon, dass als nächstes auch eine 0 kommen wird. Das heißt, das nächste empfangene Signal liefert mir keinerlei Informationen. Und je mehr Muster da drin sind, je mehr verschiedene Muster da drin sind und je überraschender jeweils neue Muster kommen, desto größer ist der Informationsgehalt. Und das berechnet die Shannon-Entropie mit dieser Formel. Das heißt, ich muss mir für jedes Muster, das es in der Zeichenkette gibt, die Wahrscheinlichkeit P raussuchen, also P für Wahrscheinlichkeit des Patterns P. Und dann nehme ich die Wahrscheinlichkeit und multipliziere sie mit dem Logarithmus Dualis der Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise mit 1 durch Logarithmus Dualis, und deshalb kommt davon noch das Minus davor. Ja, also H gleich Minus Summe über ein Muster, P mal Log P. Das ist die Shannon-Entropie. Das hilft uns doch nichts für unsere neuronalen Netze. Aber was uns hilft für unsere neuronalen Netze, ist die sogenannte Kreuzentropie. Was ist die Kreuzentropie? Die Kreuzentropie ist der Informationsgehalt meines Fehlers. Der Informationsgehalt im Vergleich von zwei Zeichenketten.
Das können wir uns relativ einfach am neuronalen Netz veranschaulichen, wie man aus diesem Informationsgehalt eine Fehlerfunktion machen kann. Und zwar habe ich einen Teaching Input, ja, wenn Sie an Ihr Ohrbeispiel denken, für jedes Muster, das oben reingeht, habe ich einen Teaching Input. Ich weiß, was rauskommen soll. Das heißt, ich schicke ein Muster durch das neuronale Netz und da kommt irgendwas raus. Und ich weiß aber, was rauskommen soll. Es soll zum Beispiel bei 0,0 soll eine 0 rauskommen. Ja, und wenn da jetzt wirklich eine 0 rauskommt, dann kann ich sagen, oh, das habe ich ja vorher schon gewusst. Ja, weil da soll ja eine 0 rauskommen, da kommt eine 0 raus. Das heißt, wenn ich das schon gewusst habe, dann habe ich keine Information gewonnen und da ist es 0. Für unsere Loss-Funktionsdenke heißt es Loss 0. Kein Fehler, richtig, es kommt ja das raus, was soll. Aber je größer jetzt der Unterschied ist von dem, was rauskommt, zu dem, was rauskommen soll, desto größer ist der Informationsgehalt und das kann ich als Fehler im neuronalen Netz betrachten, weil desto mehr Fehler macht mein neuronales Netz, je größer dieser Unterschied ist. Berechnen kann man das abgeleitet im Prinzip von der Schellenentropie ganz einfach mit der Formel hier, nämlich ich muss jetzt eben die Wahrscheinlichkeiten über Kreuz miteinander multiplizieren. Also ich habe einmal mein Teaching Input, TP, ja, das ist das, was tatsächlich rauskommen soll, was ich dort als grün da hinten hingemalt habe, ja, das Grüne, das ist TP. Und ich habe das, was rauskommt aus dem neuronalen Netz da oben, das ist der tatsächliche Output, OP, also der Output für ein bestimmtes Pattern P. Jetzt berechne ich eben über Kreuz, das heißt, ich berechne TP mal log OP und dann plus 1 minus TP mal log 1 minus OP. Und dann bekomme ich den Informationsgehalt, im Prinzip die Shannon-Entropie für den Unterschied zwischen diesen beiden Signalen. Und je größer der ist, desto größer ist mein Fehler. Und wenn er 0 ist, dann habe ich keinen Fehler. Wunderbar, das ist das, was wir brauchen als Fehlerfunktion. Deshalb können wir das als Fehlerfunktion tatsächlich benutzen. Schauen wir mal an, was diese Fehlerfunktion für Eigenschaften hat für uns. Das ist eigentlich relativ billig und aber auch sehr schön. Also nehmen wir mal an, unser OP ist irgendwas zwischen 0 und 1, also unser Output ist zwischen 0 und 1. Dann ist der Logarithmus davon, der ist immer negativ. Ja, Logarithmus von Zahlen kleiner 1 ist negativ. Damit wird durch das negative Vorzeichen da vorne die Kreuzentropie positiv, gibt also einen positiven Fehler. Das ist schon mal gut, weil der Fehler sollte nie negativ werden. Ja, okay. Dann zweites Gedankenexperiment. Was ist, wenn bei unserem Oder zum Beispiel, ja, wenn der Output 0 ist? Und der Teaching Input soll auch 0 sein. Also beides soll 0 sein. Was kommt dann raus? Dann kann man das da einsetzen. Dann steht da vorne 0 mal log 0. Also 0 mal ist schon mal gut. Das ist 0 hier. Brauchen wir gar nicht weiterrechnen. Und hier steht 1 minus 0 mal log von 1 minus 0. 1 minus 0 ist 1. Log 1 ist 0. Also, wenn beide 0 sind, dann ist hier der erste Faktor 0 und hier ist der zweite Faktor 0, dann steht da 0 durch 0, dann ist die Kreuzentropie 0. Wenn beide 1 sind, was kommt dann raus? Dann steht hier vorne einmal log 1, also einmal 0. Da hinten steht 1 minus 1, 0 mal log 1, auch 0, kommt auch 0 raus. Also, wenn beide 0 sind, ist es 0. Wenn beide 1 sind, ist es 0. Wenn beide gleich sind, ist es auch 0. Also immer wenn beide gleich sind, ist tatsächlich die Kreuzentropie, die ich so berechne, 0. Deshalb ist es eine schöne Funktion, die als Fehlerfunktion gehen müsste. Die einzige Bedingung, die wir einhalten müssen, ist, der Output, der muss tatsächlich immer zwischen 0 und 1 sein. Sonst fliegt uns das Ding um die Ohren. Das können wir aber relativ leicht erreichen. Nämlich, wenn Sie eine sigmoide Aktivierung nehmen, unsere Logistikfunktion als Aktivierungsfunktion, dann ist sichergestellt, dass der Output immer zwischen 0 und 1 ist. Ja, weil der gesamte Ergebnisraum, den die sigmoide Funktion annehmen kann, der ist zwischen 0 und 1. Wird nie größer als 1
Damit sind wir hier komplett auf der sicheren Seite und haben eine wunderschöne Fehlerfunktion, die tatsächlich besser funktioniert in vielen Fällen als der quadratische Fehler. Wir werden nachher sehen, warum das so ist, warum das besser ist. Wie sieht das Ganze aus, wenn wir nicht nur ein Output-Neuron haben, sondern mehrere Output-Neurone? Dann wird die Mathematik ein bisschen umständlicher. Ja, da müssen wir ziemlich viel ausxen und hin und her rechnen. Ich habe das mal hier schon gemacht für Sie. Das brauchen Sie nicht im Detail nachzuvollziehen. Aber ich kann Ihnen zeigen, was dabei rauskommt. Es kommt dabei raus, dass wir über alle Paare zwischen T und O, für alle, also alle Paare von Output-Neuronen und P und dem dazugehörigen P, rechnen müssen. TP mal OP, mal log OP. Ja? Also wir rechnen immer der Teaching Input mal dem Logarithmus des dazugehörigen Output-Neurons. Die miteinander multipliziert, die nächsten zwei, immer die zwei miteinander multipliziert. Und dann zusammengezählt und es ist wieder ein Minus davor, weil eigentlich heißt die Formel log 1 durch P. Ja? So wie in der Shannon-Entropie das auch drinsteht. Dazu brauchen wir hier aber. Das ist ja, das ist in der Entropie, ist dieses O ja eine Wahrscheinlichkeit, ein P. Das heißt, wir brauchen hier eine Wahrscheinlichkeit. Und damit wir aus dem rohen Output, den wir haben, eine Wahrscheinlichkeit machen, müssen wir hier eine Funktion anwenden, die uns aus dem rohen Output eine Wahrscheinlichkeit macht. Und das ist die Softmax-Funktion. Wir machen die Wahrscheinlichkeit durch die Softmax-Funktion. Ich habe leider die Aktivierungsfunktionen nach hinten geschoben, die kommen erst im nächsten Video dran, weil ich vorne nicht die ganze Theorie reinpacken wollte. Deshalb müssen wir das jetzt mal glauben. Im nächsten Video kommt dann ganz ausführlich erklärt die Softmax-Funktion, dass Sie das auch verstehen, warum das eine Wahrscheinlichkeit ist. Ja, also die Softmax-Funktion ist im Prinzip eine sigmoide Aktivierung, nur wird die noch so über alle Output-Neurone verteilt, dass wir am Ende Wahrscheinlichkeiten kriegen. Das heißt, wenn ich in dem Fall habe ich sechs Output-Neurone, ich hätte ein neuronales Netz, das zum Beispiel einen Datensatz in sechs Klassen einteilt, Buchstabe A, B, C, D, E, F, G, H zum Beispiel. Welcher dieser sechs Buchstaben ist es? Und den Output nach Softmax kann ich so interpretieren, dass ich nachher sage, wenn hier 0,9 steht, dann ist es mit 90%iger Wahrscheinlichkeit der Buchstabe. Ja, wenn hier 0,2 steht, dann ist es mit 20%iger Wahrscheinlichkeit der Buchstabe. Das macht uns die Logistikfunktion alleine nicht. Da müssen wir eine Softmax-Aktivierung dazu machen. Aber dann haben wir hier die Ps und die Ps können wir jetzt direkt in diese Formel reinstecken und dann wieder die Kreuzentropie berechnen und das als Lossfunktion verwenden. So, eine wichtige Sache muss ich jetzt sagen dazu. Und zwar, darüber steht ein wichtiges Wort zur One-Hot-Kodierung. Also in ganz, ganz vielen Tutorials und Blog-Einträgen, wo Sie lesen können, wie man ein neuronales Netz aufsetzt, um etwas zu klassifizieren. Da heißt es als allererstes, ja, jetzt müssen Sie als erstes mal Ihre Daten One-Hot-Kodieren. Was heißt das? Das heißt, hier habe ich jetzt vier, nehmen wir mal an, Sie sollen vier Buchstaben unterscheiden, A, B, C, D. Und das Trainingsmuster, das oben reinkommt, das sei jetzt ein B, dann ist die richtige Klasse die Klasse Nummer 2. Und weil es die Klasse Nummer 2 ist, muss in Ihrem Teaching Input das zweite Element auf 1 sein und die anderen auf 0. Ja, sowas nennt man einen One-Hot-kodierten Vektor oder eine One-Hot-Kodierung, weil eines der Felder hier ist 1 und alle anderen sind 0. Und so soll auch der Output vom neuronalen Netz aussehen. Ja, wenn wir das Muster trainieren in das neuronale Netz, dann soll eben das richtige Output-Neuron soll 1 sein und die anderen sollen 0 sein. Ja, das soll auch One-Hot sein, sozusagen. Ja, warum sagen das alle oder viele, dass man das machen muss? Ist ganz einfach, weil logisch, wenn das One-Hot-Kodiert ist, dann kann ich diese Formel hier wieder anwenden und kann einfach sagen, wunderbar,
dann berechne ich hier die Kreuzentropie. Ja? Und TensorFlow bietet auch die Funktion, die nötig ist, um hieraus die Kreuzentropie zu berechnen. Und es funktioniert, alles ist wunderbar. Aber jetzt denken wir mal darüber nach, was Sie da eigentlich rechnen. Was rechnen Sie denn da eigentlich? Was rechnen wir da? Unser Vektor hier unten, ich habe mal die Zahlenwerte hingeschrieben. Ja? Was, der Output hier, der soll sein 0,3, 0,6, 0,1, 0,0. Und der Teaching Input, der ist one-hot codiert, 0,1, 0,0. So, jetzt rechnen wir mal aus. TP1 mal log OP1. TP1 ist 0. Also 0 mal log plus 1 mal log plus 0 mal log plus 0 mal log. Macht das Sinn? Macht es Sinn, das zu rechnen? Ja, Sie machen erstmal eine One-Hot-Kodierung, damit Sie nachher ganz viele Male 0 mal irgendwas rechnen können. Einmal rechnen Sie einmal irgendwas, das ist auch nicht besonders sinnvoll, einmal was zu rechnen. Und dann addieren Sie noch die ganzen Nullen zusammen, weil Sie sagen, ich muss jetzt alles zusammen addieren. Ja, was für ein Blödsinn ist denn das? Das kann man ja vielleicht etwas praktischer rechnen und ich zeige Ihnen, wie man das rechnet, wenn man verstanden hat, was das eigentlich ist. Ups, ja. Wie rechnet man das? Was bleibt denn übrig? Übrig bleibt dieser Summand hier. Einmal log OP2. Ja, wenn beim Output-Neuron Nummer 2 hier eine 1 sein soll, dann bleibt übrig einmal log OP2. Ja, das kriege ich doch auch leichter, oder? Da kann ich doch einfach schreiben, das ist nichts anderes als mal Minus von vorne mal dem t, das ist 1,0, mal Logarithmus OP2. Die 1 kann ich weglassen, also ist das, ist meine ganze Kreuzentropie ist nichts anderes als der Logarithmus von OP2 und 2 ist der Index der Klasse. Das heißt, wenn Sie clever sind, dann lassen Sie die One-Hot-Kodierung einfach bleiben, vergessen Sie die One-Hot-Kodierung, sagen, nein, Trainings, dein Teaching Input, der ist nicht ein One-Hot-Kodierter Vektor, wo der zweite aufleuchtet, mein Teaching Input ist ein Integer-Wert, 2. Und wenn ich jetzt den Loss haben will, dann sage ich einfach, O2, ich nehme den Integer-Wert einfach als Index, dass ich das ite Output-Neuron nehme, in dem Fall das zweite, und mache davon den negativen Logarithmus und fertig. Und das ist es. Ja, das heißt, wer weiß, was er tut, wer verstanden hat, wie die Kreuzentropie funktioniert, der macht keine One-Hot-Kodierung, sondern der gibt seinen Teaching-Input einfach als Integer vor. Und nimmt dann einfach den Integer als Index, um auf das richtige Output-Neuron zuzugreifen, das alleine nötig ist, um die Kreuzentropie zu rechnen. Alles andere brauchen Sie gar nicht. Also, und One-Hot-Kodierung brauchen Sie auch nicht. Es gibt ganz wenige Fälle, wo man tatsächlich One-Hot-Kodierung braucht. Da werden wir im Laufe des Semesters schon noch drüber stolpern, aber in 99% der Fälle brauchen Sie das tatsächlich nicht. Wie ist das, wenn wir nicht nur einen haben? Ja, das ist jetzt gleich in Julia die Implementierung hier dazu. Wie ist das, wenn wir nicht nur einen haben, sondern mehrere? Also wenn wir eine Mini-Batch haben, ja, dann wird der Code eine Winzigkeit komplizierter, aber nicht wirklich viel. Jetzt ist genau. Jetzt ist O nicht mehr der Vektor des Outputs, das ist falsch geschrieben, Entschuldigung, ja, das ist falsch geschrieben, das ist, O ist jetzt ein Tensor, der ist da unten, habe ich ihn nämlich hingemalt. Jede Spalte von diesem Tensor enthält die Output-Werte für alle Output-Neurone. Ja, wir hatten vier Output-Neurone, also vier Werte hier, 1, 2, 3, 4. Fürs erste Muster, fürs zweite Muster sind es die zweite Spalte, fürs dritte Muster ist es die dritte Spalte und so weiter. Ja. Jede Spalte unserer Matrix, die als Ergebnis aus dem neuronalen Netz rauströpfelt, enthält die Aktivierung der vier Output-Neurone.
Und T ist jetzt ein Vektor, der jeweils die richtige Klasse für das Muster enthält. Ja? Für die erste ist es, sei es jetzt mal 1, dann 3, dann 1, dann 4 und so weiter. Das ist einfach ein Vektor aus Integerzahlen. Manchmal, meistens nimmt man sogar U in der 8 dafür, damit man es ein bisschen dichter packen kann noch. So, wenn ich jetzt das Ganze als Mini-Batch betrachte, kann ich das durch das neuronale Netz punkten, bekomme diese Matrix raus, wende auf diese Matrix die Softmax-Funktion an. Das hier ist schlicht und ergreifend die Softmax-Funktion. Wie gesagt, Details kommen im nächsten. Ist einfach die Logistikfunktion angewendet auf jedes Ding und dann geteilt durch alle spaltenweise. Ja? Sum, Dims gleich 1, ist eine Funktion, die bildet die Summen spaltenweise in unserer Matrix oder in unserem Tensor. Genau. Also die erste Zeile berechnet mir die Softmax-Aktivierung. Und jetzt muss ich hergehen und die Summe oder den Mittelwert von allen Kreuzentropien für alle Muster bilden, für die ganze Mini-Batch. Ja, das ist 1 durch n mal Summe, ist der Mittelwert aller Kreuzentropien. Und wovon berechne ich den Mittelwert? Ja gut, ganz einfach. Ich nehme jeweils die ite Spalte, an der ich gerade bin, und nehme das ite Element von t. Ja, also wenn ich in der ersten Spalte bin, ups, wo bin ich da? Erste Spalte. Und da, welches Neuron davon muss ich nehmen, um meine Kreuzentropie zu berechnen? Da schaue ich bei t. T ist 1, also muss ich das erste Neuron nehmen, um die Kreuzentropie zu berechnen. Ja, in der zweiten Spalte, t gleich 3, da muss ich das dritte Neuron nehmen, um die Kreuzentropie zu berechnen. Das ist genau das, was hier steht. P und dann das t-ite-Element gibt mir die Zeile an und i gibt mir die Spalte an. Und dann daraus die Summe und geteilt durch n. Und das ist die Kreuzentropie. Ich habe die Kreuzentropie hier NLL genannt. Da kann man nämlich auch dazu sagen, das ist die negative Log Likelihood. Sie sehen warum. Wir haben eine Wahrscheinlichkeit oder eine Likelihood, die reingeht. Wir berechnen den negativen Logarithmus der Wahrscheinlichkeit, dass dieses Element, dass diese Klasse tatsächlich vorkommt. Und deshalb ist das die negative Log Likelihood, was wir hier berechnen. Nichts anderes, zahlenmäßig nichts anderes als die Kreuzentropie in dem Fall. Und wieder sehen Sie, ich brauche nirgends eine One-Hot-Kodierung. One-Hot-Kodierung ist schlicht und ergreifend überflüssig. Brauchen wir fast nie. Ja, fast nie. Eine Anmerkung habe ich noch drüber geschrieben. Aus unnormalisiertem Output, wenn wir das so machen und meistens sind die Kreuzentropie-Funktionen oder die NLL-Funktionen, sie sind auch so implementiert, wie ich es hier hingeschrieben habe, in diesen zwei Schritten. Das bedeutet, da wird erst die Softmax berechnet und deshalb dürfen Sie das nicht vorher machen. Also da müssen Sie, egal in welchem Framework Sie arbeiten, müssen Sie in die Doku reinlesen, wie berechnet der die Kreuzentropie oder wie berechnet er die negative Log Likelihood? Berechnet er die aus den rohen Outputs oder berechnet er die aus den Wahrscheinlichkeiten schon? Wenn er es schon aus den Wahrscheinlichkeiten berechnet, dann müssen Sie vorher von Hand Softmax-Aktivierungsfunktion rechnen, Softmax-Skalierung rechnen. Wenn er es aus den rohen rechnet, dann ist es da schon drin. Meistens ist es so, dass es schon drin ist. Aber wie gesagt, das ist was, müssen Sie aufpassen. Gut, wenn man es weiß, dann kann man aufpassen. Genau. Und merken Sie sich, One-Hot-Kodierung braucht man fast nie. Und wenn Sie einen Blog lesen, wo Sie sagen, oh, der Blog ist ja toll, da steht ja da alles richtig schön drin und ich verstehe es und ich kann es machen. Und dann lesen Sie drüber und der sagt, und jetzt müssen Sie erstmal Ihren Teaching den One-Hot-Kodieren. Da gibt es bei TensorFlow oder bei PyTorch eine schöne Funktion, die die One-Hot-Kodierung macht. Dann würde ich Ihnen raten, diesen Blog einfach gleich zu schließen, weil damit beweist der Autor, dass er nicht viel Ahnung hat. Ist einfach so. Wir müssen aufpassen in der Welt des Deep Learning. Da tummeln sich einfach ganz arg viele Leute da draußen, die alle meinen, sie haben Wichtiges zu sagen.
Und ganz viele davon haben eben einfach keine Meinung. Ich würde nicht behaupten, dass ich der ultimative Experte auf dem Gebiet bin. Ganz sicher nicht. Da gibt es so viel bessere. Aber ich schreibe auch keinen Blog darüber. Ja, ich halte hier nur die Vorlesung für sich. Okay, also, machen wir weiter. Eine Geschichte fehlt noch. Und zwar, ups, was ist jetzt passiert? Nenne ich die Geschichte hier Soft-Label-Kodierung. Nämlich, das kann passieren. Es gibt Fälle, wo Sie tatsächlich Ihren Output gar nicht one-hot kodieren können, weil ein Muster nicht unbedingt zu einer Klasse dazugehört. Ja, kann man sich jetzt schwer vorstellen vielleicht. Was kann das sein? Buchstaben gehören immer zu einem Buchstaben und so. Ja, es gibt so einen berühmten Datensatz, zum Beispiel von einer Amazonas. Der Amazonas wird mittlerweile jeden Tag einmal komplett abfotografiert, damit man die Umweltschäden verfolgen kann. Und da gibt es auch einen schönen Datensatz dazu, wo irgendwie so 100 mal 100 Meter große Flecken im ganzen Amazonas als Foto da sind. Und an jedem Foto hängt dran, was ist denn da zu sehen auf dieser 100 mal 100 Meter großen Fläche? Ist da Wald? Ist da Straße? Ist da eine Mine? Ist da eine Stadt oder was auch immer? Und jetzt sehen Sie schon, auch 100 mal 100 Meter, das kann durchaus sein, dass da Wald ist und eine Straße. Und eine Mine. Ja, sehr wohl. Das heißt, in dem Fall kann ich das nicht mehr genau einer Klasse eindeutig zuordnen, sondern in dem Fall sind dann eben mehrere Klassen drin. Und das kann ich natürlich mit so einem Vektor super darstellen, weil ich problemlos auch mehrere Einsen reinmachen kann. Und ich kann natürlich jetzt mit dieser Formel, dazu gibt es die Funktionen in den Frameworks natürlich zu Recht, jetzt kann ich mit dieser Formel auch in dem Fall die Kreuzentropie berechnen und auch eine schöne Kreuzentropie loskriegen. Ja, das heißt, in dem Fall, wo man Soft-Label-Kodierung hat, also nicht eindeutige One-Hot-Kodierung, sondern mehrere, könnte auch sein, es ist 55% das eine und 20% das andere oder irgendwie sowas. Ja, also ich kann da im Prinzip reinschreiben, wie ich will. Problemabhängig, dann kann ich mit der Formel hier und mit der entsprechenden API-Funktion vom Framework tatsächlich dann die Kreuzentropie berechnen. Es ist also nicht so, dass es keine Berechtigung gibt für diese Art der Berechnung. Nur wenn wir One-Hot haben, dann brauchen wir normalerweise kein One-Hot. Wir suchen unsere Lernregel, das heißt, wir suchen unser Delta W. Delta W, und zwar zwischen dem Neuron I und dem Neuron J. Bei I startet das Axon, bei J kommt es an. Das Delta W ist wie immer unsere Lernrate, also minus unsere Lernrate, mal die Summe, die schreiben wir aber nicht so, sondern die Summe schreiben wir schon als Summe. Summe über alle Patterns P. Und jetzt brauchen wir den Gradienten. Das heißt, das ist die Ableitung unserer Loss-Funktion dl nach d, w, i, j. Genau das d, w, i, j, das wir verändern wollen. Das wir suchen. So. Jetzt müssen wir nur noch hinschreiben, was dieses dl nach d, w, i, j tatsächlich ist. Und da hilft uns wieder die Kettenregel. Das heißt, schreibe mal hier hin, dl nach dwij, das ist natürlich ein L von O. Das O ist eine Funktion von net, der Net-Input-Funktion, und die Net-Input-Funktion ist eine Funktion der Ws. So, das ist das, was wir machen müssen. Und das können wir leicht machen, weil nach der Kettenregel kann man das wieder getrennt ableiten. Sprich, wir haben ein dl nach do mal ein do nach dnet mal ein dnet nach dw. Also wieder drei Terme, die wir haben. Und die können wir, ich mache sie mal wieder farbig, ja, einen blauen, einen grünen und einen orangefarbenen. Die können wir getrennt betrachten und müssen die am Ende nur zusammen multiplizieren.
Und das wollen wir jetzt machen. Also wir fangen an mit dem blauen Term. Ja? Blau. Das ist unsere Funktion L selbst, die Kreuzentropie. Und dann nehme ich mal die binäre Kreuzentropie für ein Output-Neuron, damit das Ganze ein bisschen einfacher ist. Das heißt, die Binary Cross-Entropie für ein Neuron in Abhängigkeit von O und für ein Pattern und am Neuron J. Ja. Die ist also gleich, können wir die Formel nachschlagen, zwei Folien weiter vorne. Teaching Input für das Pattern P am Neuron J mal Logarithmus des Outputs dazu. Plus, jetzt kommt 1 minus Teaching PJ mal Logarithmus 1 minus Output dazu PJ. Ich habe jetzt den natürlichen Logarithmus genommen, aus dem einfachen Grund, weil sich der leichter ableiten lässt. Im Prinzip ist es egal, welchen Logarithmus man nimmt. Unterschiedliche Logarithmen zu unterschiedlicher Basis führen ja nur dazu, dass der Logarithmus über einen konstanten Faktor anders ist. Und da wir den exakten Zahlenwert vom Gradienten gar nicht wirklich brauchen, sondern wir brauchen nur die Veränderung, ob der jetzt im Einzelfall ein bisschen größer oder kleiner ist, spielt uns nicht so die Rolle. Also ist eigentlich egal, welchen Logarithmus Sie hier nehmen. Der richtige Informatiker, also die richtige Theorie, würde sagen, nimmt den Logarithmus Dualis. Aber wir nehmen hier jetzt den natürlichen Logarithmus, weil ich dann leichter ableiten kann. Okay, das heißt, das müssen wir jetzt ableiten. Das ist nicht so schwer, wie es im Moment aus, wie es direkt aussieht. Ja, ich kann jetzt schreiben, die Ableitung, die ist dl nach dw, nein, nicht dE, sondern do, ja, und zwar opj. Das ist das O, das wir hier brauchen. Also, das ist eine Summe, das ist ganz einfach. Summen kann man ja einzeln ableiten. Das hier war eine Mal. Gell? Ja. Also, jetzt muss man wissen, was ist da die Ableitung vom natürlichen Logarithmus. Das ist einfach 1 durch x. Ja, also ich schreibe es mal da hinten hin. Ableitungsregeln. Ln abgeleitet ist 1 durch, ja, Lnx ist 1 durch x. Ja. Das heißt, jetzt können wir hier tp mal lnopj, wenn die Ableitung 1 durch x ist, dann steht da einfach minus tpj durch opj, ja, 1 durch x. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil da hinten haben wir ln von 1 minus opj, da müssen wir wieder innere mal äußere Ableitung machen. Ja. Die äußere Ableitung ist 1 durch x, also 1 durch 1 minus opj. Die innere Ableitung ist nach opj, die 1 fällt weg. Die 1 kommt runter, ist minus 1. Ja, das heißt, das ist, hier haben wir 1 durch x mal minus 1. Und x ist 1 minus opj. Also, was bleibt übrig? Das bleibt übrig, die 1 minus opj, 1 minus tpj. Von hier hat man wieder blau. 1 minus tpj. So, und jetzt. Hier haben wir 1 durch x, also 1 minus opj. Und dann haben wir noch die mal minus 1, also das ganze Minus. Und
Ja, und dann kommt noch das Minus von vorne rein. Das hier, genau, das macht aus dem Minus wieder ein Plus. So, ja, das Minus von ganz vorne dürfen wir nicht vergessen. Genau. Das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, da müssen wir es zuerst mal auf einen Bruch bringen. Der gemeinsame Nenner ist in dem Fall einfach das Produkt von den beiden da unten. Das heißt, ich muss das hier mit dem multiplizieren und das mit dem multiplizieren. Das heißt, dann steht da minus tpj mal 1 minus opj. Dann steht plus 1 minus tpj mal opj. Ja, und der gemeinsame Nenner ist jetzt der gemeinsame, der ist opj mal 1 minus opj. So, jetzt gucken wir mal, was wir da machen können. Erstmal ausmultiplizieren. Ja, müssen wir erstmal ausmultiplizieren, den ganzen Kladderadatsch. Oh, was machst du denn? Ausmultiplizieren. Unterm Bruchstrich steht einfach weiterhin OPJ mal 1 minus OPJ. Und über dem Bruchstrich steht ausmultipliziert minus TPJ plus TPJ OPJ plus OPJ minus TPJ OPJ. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir das richtig gemacht haben. Da steht plus TO minus TO. Das heißt, das kann man wegkürzen. Mehr geht, glaube ich, nicht. Was übrig bleibt, ist minus TPJ durch OPJ mal 1 minus OPJ. Noch nicht ganz. Plus OPJ noch da oben halt. Plus OPJ. Genau. Also, das kommt dabei raus. Das sieht gar nicht so schlimm aus, ja? Das ist wieder TPJ plus minus TPJ plus OPJ ist minus Delta. Das ist also tatsächlich gar nicht ganz so unsinnig. Ja? Da oben steht wieder minus Delta, das kennen wir schon, PJ. Und da unten steht jetzt noch OPJ mal 1 minus OPJ. Unten drunter. Ist also nicht so wirklich ganz abwegig, was wir hier als Ableitung bekommen. Okay, jetzt brauchen wir den nächsten Term. Gucken wir noch mal kurz, was das war. Das war der grüne, das war die Ableitung der Net-Input-Funktion. Also der grüne Term. Ne, nicht der. Dann der. Also, der grüne Term, das ist die Ableitung der Net-Input-Funktion, also DO PJ nach D Net PJ, ja, der Input vom Neuron, die Summe. Das ist ja nichts anderes als die Ableitung unserer Aktivierungsfunktion. Und die habe ich Ihnen schon ein paar Mal genannt. Wenn wir die sigmoide Aktivierung annehmen, dann ist das OPJ mal 1 minus OPJ. Ja, weil die Ableitung der sigmoiden Aktivierungsfunktion f von x mal 1 minus f von x ist. Das heißt, das ist wieder ein einfacher Fall. Als drittes, kommen wir mal zurück. Kommt jetzt wieder unsere Summe, die wir noch ableiten müssen, also die Net-Input-Funktion selbst. Nein. Die Net-Input-Funktion selbst müssen wir noch ableiten. Das war ja die Net-PJ.
abgeleitet nach DWIJ. Und da erinnern Sie sich, ja, das war D nach DWIJ. Und jetzt kommt die Summe über den ganzen Fan-In, über alle K, O, P, K mal WIK. Ja, Sie erinnern sich, wir haben mehrere Input-Neurone, die alle hier runter gehen. Und nur das eine, das genau das Gewicht ist, das wir uns anschauen, nämlich das, ja, das ist J und das ist I. Nur das interessiert und die anderen fallen alle weg, weil die alle natürlich konstant sind und der Gradient zu dem Delta W hier überhaupt nicht beiträgt. Das heißt, da bleibt von der ganzen Summe bleibt nur das O übrig von diesem Neuron I. Ja? Das heißt, das ist nichts anderes als OPI. Okidoki. Jetzt können wir die ganze Kiste zusammen schreiben. Das heißt, wir gehen jetzt her und schreiben unsere Funktion zusammen. Wir schreiben komplett unser DL nach DWIJ. Was war das? Das war der erste Teil, der hier, also minus Delta durch OPJ mal 1 minus OPJ. Minus Delta war minus TPJ minus OPJ geteilt durch OPJ mal 1 minus OPJ. So, jetzt kommt der zweite Teil. Ja, das war der blaue. Kann man vielleicht das sogar hinmalen. Ja, das war der blaue Teil. So, jetzt kommt der grüne Teil. OPJ mal 1 minus OPJ. Ja, das ist die Ableitung gewesen von unserer Aktivierungsfunktion. Also mal OPJ mal 1 minus OPJ. Grün. Und jetzt kommt der orange Teil, den wir als letztes hatten, das war einfach OPI. Ja? Wie vorher auch, die Ableitung der Netfunktion, da spielt tatsächlich ja nur das eine Gewicht eine Rolle. Also, ups, ja, ich muss da umschalten. So, können wir das ein bisschen vereinfachen? Ja, ein kleines bisschen vereinfachen können wir, weil wir sehen, der hier kürzt sich weg. Das heißt, was bleibt übrig? Es bleibt übrig minus TPJ mal OPJ minus TPJ minus OPJ, also das Delta. Mal OP gleich minus Delta PJ mal OPI. So, das ist es. Ja, das ist es. Wenn wir das jetzt wieder in unser Delta W einsetzen, dann bekommen wir logischerweise Delta W minus Eta mal Summe über alle Ps Delta PJ mal OPI mit einem Minus davor. Sie sehen, die beiden Minusse, die heben sich weg. Und das ist unsere Lernregel. Ja, das ist unsere Lernregel für
Kreuzentropie. Und Sie sehen, wie schön einfach die wieder wird. Ja? Wenn wir die logistische Aktivierungsfunktion ansetzen und dann mit der Kreuzentropie als Los arbeiten, dann hebt sich tatsächlich im Gradienten alles wieder weg. Und jetzt verstehen Sie auch, warum die Leute dieses als Lernfunktion benutzen, weil so haben wir natürlich die schönstmögliche Gradientenfunktion. Das Einzige, was Ihnen jetzt noch fehlt zu Ihrem Glück, ist die Information oder das Wissen darüber, wie Sie das, was Sie jetzt gelernt haben, nämlich wie ich eine Schicht in einem Perzeptron trainieren kann, wie Sie das anwenden können auf große neuronale Netze, nämlich auf neuronale Netze, die tief sind, die viele Schichten haben. Bisher haben wir ja nur eine Stufe neuronales Netz berechnet, ein Input Layer, ein Output Layer. Ein echtes neuronales Netz, mit dem die Leute Anwendungen machen, sieht eher so aus wie das hier. Ja, das hat ganz, 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 ganz viele Schichten. Und da nutzt uns herzlich wenig, wenn wir die Delta Ws da unten berechnen können. Wir brauchen die überall. Wie ist sowas möglich? Da gibt es einen relativ einfachen Trick. Den Trick, den hatte die Idee dafür, die hatte der Paul Verhoes. Und die schauen wir uns jetzt an. Das Ding heißt Backpropagation. Also, wie funktioniert Backpropagation? Wir schauen uns zuerst an, wie funktioniert es nochmal ganz da unten. Ja, also, bei dem letzten Output-Layer können wir einen Delta berechnen. Delta heißt Trainingsinput TP minus tatsächlicher Output am Neuron, also T minus O. Das ist mein Delta. Mit diesem Delta kann ich das Delta W berechnen, mit dem ich mein Gewicht trainiere. Ja, mit dieser Lernregel da oben. Wunderbar. Wenn ich jetzt die Neuronen in der nächsten Schicht anschaue, ich kenne das O, das wäre kein Problem. Aber ich habe kein Delta für dieses Neuron hier. Ja, es gibt hier kein Delta. Also wie kann ich das hinkriegen, dass ich da einen Delta kriege? Da müsste ich wissen, wie falsch ist dieses Neuron. Also wie viel von diesem Neuron wie falsch ist das? Weiß ich aber nicht. Ich weiß nur, wie falsch die Neurone da unten sind. Hilft mir das was? Ja, vielleicht schon, oder? Weil wenn das Neuron da sehr falsch ist, dann ist das wahrscheinlich auch falsch. Aber wie falsch oder anders ausgedrückt, wie groß ist der Einfluss dieses Neurons auf den Fehler da unten? Ja? Wenn ich wüsste, dass der Einfluss dieses Neurons auf den Fehler da unten groß ist, dann wüsste ich, dass ich von dem Delta Prinzip, dass ich das Delta im Prinzip da auch nehmen kann. Wenn ich wüsste, dass der Einfluss von dem Neuron auf den Fehler da unten klein ist, dann könnte ich sagen, okay, das Delta interessiert mich nicht, weil das hat ja keinen Einfluss darauf. Ja, aber ich weiß doch, wie groß der Einfluss ist. Weil der Einfluss von dem Output auf mein Neuron da unten, der ist gegeben durch dieses Gewicht an dem Axon. Ja, dieses W ist ja genau der Einfluss. Das heißt, ich könnte doch hergehen und könnte sagen, okay, dann nehme ich das Delta da unten und gewichte das mit dem W und sage, das ist mein Delta da oben. Also Delta mal W gibt mein Delta dahinter, sozusagen. Und genau das macht man. Ich rechne das Delta da unten mal den Gewicht und es gibt mein Delta 1 weiter oben. Aber natürlich mache ich das nicht nur für das eine Output-Neuron, sondern ich mache das für alle Output-Neurone, logischerweise. Ja? Das heißt, ich mache zusätzlich das Delta von dem Output-Neuron mal dem W und addiere das dann dazu. Dann das von dem mal dem W und addiere das dann dazu. Sieht dann in der Formel so aus. Ja? Mein Delta vom, jetzt ist das J hier, das in der Mitte, ist die Summe über alle Output-Neuronen mal dem entsprechenden Gewicht. Das ist es. Mehr ist es nicht. Das ist Backpropagation. Das ist genau das Gleiche, wie was wir von oben nach unten gerechnet haben. Rechnen wir jetzt von unten nach oben. Statt die Aktivierung durch das neuronale Netz von vorne nach hinten zu propagieren, weiterzuleiten, propagieren wir jetzt den Fehler, das Delta, von unten nach oben durch das neuronale Netz. Und das geht natürlich nicht nur über eine Stufe, das geht über so viele Stufen, wie Sie wollen. Ja.
Wenn es mal 100 sind, kann es sein, da wird es vielleicht ein bisschen windig, aber es geht über erstaunlich viele Stufen. Ja, also für Ihre normalen neuronalen Netze, die wir hier in nächster Zeit machen werden, auch über viele Stufen funktioniert es tatsächlich wunderbar. So wie Sie vorwärts propagieren können, können Sie den Fehler rückwärts propagieren. Dann haben Sie Deltas an allen Neuronen stehen. Jedes Neuron kriegt dann einen Delta. Und mit dem Delta können Sie alle Delta-Ws berechnen und können alle Parameter im neuronalen Netz aktualisieren. Backpropagation, Paul Werbers. Sehr wichtig. Jetzt können wir endlich zu unserem XOR kommen und dieses XOR über mehrere Schichten trainieren. Mit allem, was Sie bisher gelernt haben. Ich mache die Implementierung wieder billig, das heißt nicht tensorbasiert, damit man genau sieht, was da passiert. Und Sie versuchen es eben nachzuprogrammieren wieder in Ihrer Sprache. Also los geht's. Dann schauen wir uns jetzt mal das XOR mal an. Wir implementieren das XOR ziemlich ähnlich wie vorher. Deshalb habe ich hier schon einiges vorbereitet. Da ist vieles gleich wie vorher. Also, ich gehe mal hier durch. Zunächst definieren wir mal wieder unser Muster. Das ist jetzt das XOR-Muster mit der 0, wenn beide Inputs 1 sind. Dann initialisieren wir unsere Gewichte. Wir haben in diesem neuronalen Netz hier jetzt mehr Gewichte, nämlich da oben 4 und hier 2. Plus wir haben die Biase. Sowohl die Hidden als auch das Output-Neuron haben noch eine Verbindung zum Bias-Neuron. Braucht man nicht einzeichnen, weil wir wissen, das ist immer da. Und das heißt, wir haben noch drei Biase. Ich mache mir es hier mal einfach, damit ich nicht die Biase immer extra übergeben muss. Hänge ich die einfach hinten dran, sodass ich insgesamt 6 plus 3, 9 Gewichte habe. Und die letzten drei Gewichte setze ich auf 0, dass mein Bias mit 0 initialisiert ist. Also machen wir mal. Okay. Dann definiere ich mir wieder die Sigmoid-Funktion. Diesmal relativ steil, weil das für das XOR ganz günstig ist. Und eine Forward-Funktion, da brauche ich, glaube ich, gar nicht großartig drauf eingehen. Ich berechne zunächst die Hidden-Neurone. Ja, H ist ein Array aus zwei Werten für H1 und H2. Und das ist unsere normale Forward-Funktion, die Sigmoid-Funktion, angewendet auf den Net-Input. Das ist die Summe aus Gewicht zum ersten Input mal erster Input plus Gewicht zum zweiten Input mal zweiter Input plus Gewicht zum Bias-Neuron. Das ist einfach nur plus der Bias. Das gleiche gilt für H2 und für den Output wie gehabt. Ja, das kennen Sie alles. Ich gebe jetzt von meiner Forward-Funktion sowohl H als auch O zurück, einfach damit ich nachher das auch ein bisschen verfolgen kann. Definieren wir kurz. So, okay. Dann nehmen wir unsere Forward-Funktion und führen die mal aus. Ich habe hier so eine Python-ähnliche Array Comprehension geschrieben. Also wer Python kennt, der kennt diese Schreibweise. Funktion angewendet auf irgendwas for i in einer Kollektion gibt direkt ein Array zurück. Das ist einfach praktisch, weil man auf die Art und Weise schnell hinschreiben kann. Mehrfache Aufrufe hinschreiben kann, ohne dass man eine vollständige Schleife schreiben muss. Und wir kriegen eben zurück vom Forward H1, H2 sowie Output. Ja, also wenn 0, 0 reingeht, kommt 2 mal 0,5 raus für die Hiddens. Und der Output irgendwas mal 10 hoch minus 11, also praktisch 0. Wie vorher sind die Ergebnisse natürlich zufällig, weil ja alle Gewichte zufällig initialisiert war. Ich kann das Ganze auch ein bisschen schöner machen und ausschreiben. Das ist im Prinzip die gleiche Funktion, die wir vorher hatten. Input, Output. So, jetzt wird es interessant. Jetzt müssen wir nämlich trainieren. Und das Training ist ein bisschen
aufwendiger geworden. Gleiches System, wie wir es beim Ohr auch schon hatten. Ich gehe in meiner Trainfunktion über eine ganze Epoche, das heißt über alle Trainingsdaten. Das sind in dem Fall ja nur vier. Ja. Ich mache das hier wieder elegant mit der Each-Index-Funktion. Dann muss ich nicht wissen, wie viele Spalten ich habe, sondern ich lese das direkt aus. Dann kann ich es auch nicht falsch machen, kann ich nicht einen zu viel oder einen zu wenig nehmen. Und muss nun als erstes mal mein Vorwort rechnen. Das hatte ich oben schon definiert und bekomme dann H und O wieder raus. Jetzt muss ich meine Deltas rechnen. Also Delta im Output war Teaching Input minus tatsächlicher Output. Also ist das Y minus O. Das ist einfach. Der Loss ist dann auch wieder einfach. Das nehmen wir wieder die ABS2-Funktion dafür. Und das ist Delta. Ja, Delta vom Output quadriert ist einfach der Loss und den zähle ich für jedes Pattern da dazu. Dann bekomme ich nachher den Gesamtloss für alle vier Patterns. Jetzt wird es interessant. Jetzt brauche ich das Delta für meine Hiddenneurone. Das heißt, jetzt kommt Backpropagation. Ja, schreiben wir mal hin. Backprop. Jetzt kommt Backpropagation. Und was ist das Delta von dem H? Das ist Delta O, gewichtet mit dem W5. Mehr ist es nicht. Ja, also das ist nichts anderes als Delta O. Mach mal. Delta O gewichtet mit W5. Und ich möchte gleich beide haben. Delta H soll ja ein Vektor aus beiden Werten sein. Das ist nichts anderes als mein Delta O gewichtet mit W da drüben 6. Okay. Jetzt haben wir tatsächlich alle Deltas schon in unserem neuronalen Netz. Jetzt können wir die Delta Ws berechnen. Ja, also Delta W1, das ist jetzt ein bisschen Friemelei. Ich rechne für Delta W1 nach der Delta-Regel. Ganz einfach. Was ist das? Das ist das Delta, das ich in dem Neuron habe, also das Delta H1. Denken Sie kurz nach, mal den x1. Ja. Vorher, hinterher mal vorher oder vorher mal hinterher. Beide müssen drin sein. Also, Delta H1, na, was schreibt er denn? Mal x1. Das ist das Delta W für das Delta W1. Ja, und so muss ich jetzt eben durchgehen. Was ist Delta H, nee, Delta W2? Doch, das ist Delta H2, richtig. Mal X1. Jetzt sind wir an der zweiten Schicht. Ja, die zweite Schicht, die ist so, wie es vorher beim Ohr war. Das heißt, hier ist es wieder unser Delta O.
Soweit, so gut. Was kommt als nächstes? Die Biase. Das waren meine letzten drei in den Ws. Die Biase berechnen sich genau gleich. Also wieder der Fehler vom Zielneuron des Bias. Also hier ist es bei 7, ist es H1. Der Fehler mal der Aktivierung vorne. Die ist die Aktivierung vorne vom Bias, ist immer 1, also ist es einfach nur der Fehler. Also hier haben wir einfach Delta H1. Das ist es schon. Mehr ist es gar nicht, was wir hier brauchen. Und ganz hinten ist es nichts anderes als Delta O. Das war's schon. Ja? Das ist ziemlich viel Schreiberei. Ja? Wenn wir nicht mit Tensoren arbeiten, müssen wir eben jedes Einzelne hinschreiben. Hier arbeite ich jetzt doch mal mit der Tensorschreibweise, weil sonst wird mir das dann doch irgendwann zu ätzend. Also die Aktualisierung der Gewichte mit den Delta Ws, die mache ich wieder in der vektorisierten Schreibweise. Ich schreibe einfach W, elementweises Plus, Eta, Lernrate, mal Delta W. Ja, Delta W ist ein Vektor aus 9, W ist ein Vektor aus 9 und die sollen elementweise addiert werden. Okay, das ist meine Train-Funktion. So, jetzt sind wir hier durch. Dann können wir mal schauen, wie das trainiert und ob das trainiert. Ich führe einmal Train aus und wir sehen, es kommen neue Gewichte raus. Die letzten drei waren die Biase. Wir sehen, die sind auch schon nicht mehr 0. Es findet also eine Art Training statt. Jetzt kann ich wieder hier mit meiner Array Comprehension mal das viermal durchrechnen lassen. Okay, ist nicht so schön. Man sieht hier das Ergebnis nicht wirklich schön. Ich kann auch hier mir nur das zweite Element ausgeben lassen. Dann sehen wir es ein bisschen schöner. Ja, das Ergebnis ist immer noch Unsinn natürlich, weil das kann ja noch nicht trainieren, logischerweise. Also sollten wir davor noch ein bisschen trainieren, und zwar vielleicht nicht nur einmal, sondern ein bisschen mehr. Ich schreibe mal einfach vor i in 1 bis 100, 100 Trainingsschritte, w gleich train xtrn und dann war ytrn gefragt. Und der Gewichtsvektor und unsere Lernrate int. Und ich mache mal sicherheitshalber hier ein Global davor. Das ist nicht elegant, mit globalen Variablen zu arbeiten, aber hier auf der Reppe sind wir im globalen Namensraum, im globalen Kontext. Und Python hat sehr strenge Blockregeln. Das heißt, es ist eventuell sicherer, hier ein Global zu nehmen, damit nicht ein neues W angelegt wird, sondern dass ich hier wirklich weiß, ich möchte das W von außerhalb meinem Block haben, ja, das globale W. Wenn das in einer Funktion wäre, wäre das nicht nötig. Innerhalb einer Funktion macht eine Vorschleife zwar einen eigenen Block auf, übernimmt aber automatisch die Variablen von außerhalb, sowohl lesend als auch schreibend. Okay, im globalen Kontext nicht. Probieren wir mal, wie es aussieht nach 100 Mal. Jetzt bekommen wir 1, 0,37, das ist irgendwie gar nichts Vernünftiges. Machen wir doch. Ja, 0, 1, 1, 0, das ist das XOR. Was passiert hier? So kleine künstliche neuronale Netze wie das hier, die verhalten sich manchmal ein bisschen komisch. Weil es braucht ja sozusagen einen Weg über die Fehlerfläche von der zufälligen Initialisierung meiner neuen Parameter zum Optimum. Und diesen Weg, den gibt es nicht immer. Es ist durchaus möglich, dass die Gewichte so zu initialisieren, dass es keinen Weg zum Ergebnis gibt. Und dann findet das neuronale Netz die auch nicht. Das Problem tritt aber Gott sei Dank nur auf bei so winzig neuronalen Netzen, die gerade so ganz, ganz klein sind. Wenn wir das jetzt ein bisschen größer machen würden, noch ein paar Neurone mehr dazu tun,
dann gibt es tatsächlich auf der Fehlerfläche so viele Wege, dass das neuronale Netz immer einen findet. Sie brauchen im Deep Learning normalerweise nicht damit rechnen, dass tatsächlich ein neuronales Netz einfach überhaupt nicht trainiert oder mal trainiert und mal nicht. Hier ist jetzt tatsächlich das Problem, ja, also es funktioniert relativ häufig, probieren wir nochmal. Ja. Aber jetzt ist wieder eine Lösung, er findet es nicht, also auch nach 10.000 Schritten hat er es nicht gefunden. Hier hat er es wieder gefunden, ja. Hier wieder nicht, und hier hat er es wieder. Okay, also merkwürdig für einen Informatiker, ja, dass wir Algorithmen haben, die manchmal funktionieren und manchmal nicht funktionieren. Das ist bestimmt auch mit einem Grund, warum manche Leute lieber die Finger davon lassen. Aber man muss damit umgehen, man kann damit umgehen. Und wenn sie funktionieren, dann sind sie halt genial, die Dinger. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Schön ist das nicht. Ja. Es funktioniert. Aber das wird natürlich recht wild. Also sowohl die Definition vom neuronalen Netz, die Definition von unserer Vorwortfunktion, als auch dieses Training hier, das ist eine wilde Kiste. Für so ein XOR geht es vielleicht noch. Für ein großes neuronales Netz, das aus vielen, vielen Schichten besteht. Nicht praktikabel. Das heißt, wir machen gleich weiter und machen das Ganze nochmal, aber jetzt richtig. So, dass wir es nachher auch in groß hinbekommen. Okay.